Sonntags morgens auf dem Erbacher Wiesenmarkt. Es ist still und die meisten Geschäfte sind nach einer langen Nacht noch geschlossen. Einzige Ausnahme ist das Riesenrad, wo hektisches Treiben herrscht. Hier sind alle Gondeln bis auf den letzten Platz belegt. Der Grund? Heute gibt es bei einer knapp 2,5-stündigen Fahrt ein ausgiebiges Frühstück. Frühstück im Riesenrad ist eine Aktion von der Stadt Erbach und dem Darmstädter Schaustellerverband, wo wir 32 Gondeln im Riesenrad besetzen mit Personen, die hier frühstücken dürfen. 4 Gänge serviert bekommen, Kaffee, Sekt, O-Saft, Wasser, alles, was das Herz begehrt. Und die hier 2,5 Stunden eine schöne Fahrt und ein Frühstück verbringen. Und die Gäste bekommen richtig was geboten. Der erste Gang ist ein herzhafter Gang vom Schwarzwaldhaus der Firma Dingeldein mit Schinken, Käse und Leberwurst. Der nächste Gang ist eine Fischplatte vom Fischhaus Reue. Der dritte Gang ist hier direkt vor Ort im Bahnhof, wie man sagt, vom Riesenrad Rührei frisch gemacht. Und der letzte Gang, der jetzt gerade serviert wird, ist ein Frühstückbecher. Immer wieder werden die leeren Gläser aufgefüllt und die Stimmung ist ausgelassen. In 2,5 Stunden auf und ab kann man die Gedanken schweifen lassen und dazu köstlich speisen. Ein exklusives Event. Bei uns müssen wirklich die Karten oder die Kaufberechtigungen, so sagen wir, verlost werden. Das heißt, wir hätten insgesamt das Rad 15 Mal füllen können. Man geht online oder über Facebook, wird das beworben, auch in den Zeitungen natürlich. Und dann wird 4 Wochen vor Markt gezogen und die Gewinner benachrichtigt, ja. Die Gewinner sind dann berechtigt, für 69 Euro eine Gondel für 4 Personen zu reservieren. Nach diesem außergewöhnlichen Frühstück sind dann alle Geschäfte geöffnet und ein weiterer Tag auf dem Erbacher Wiesenmarkt kann beginnen.